Seht ihr das? Nee. Was soll ich dem Bray jetzt sagen? Ich bin in der Moped gefahren und jetzt ist es kaputt. Hallo Freunde. Nächstes Video ist am Start, Freunde. Heute wird's sogar für mich ein bisschen speziell. Wie soll ich das sagen? Wir haben heute ein besonderes Moped. Rein optisch würde ich sagen, wie fast jedes andere Moped auch, würde ich sagen. Ist gut für die Fußgelenke. Oh ja. Zurück zum Thema. Das Moped vom lieben Till ist heute am Start. Das erste wassergekühlte Moped, ja, was ich eigentlich überhaupt fahre. Ich bin noch nie ein wassergekühltes Moped gefahren. Ich finde das Projekt von ihm relativ interessant. Es ist kein Bling-Bling-Moped. Was richtig cool ist, finde ich, er hat den Untermotor komplett selber gebaut. Selber die Aufnahme für den Zylinder geschweißt. Also quasi ein Eigenbauprojekt, was ich mega, mega cool finde. Ich bin es gerade eben schon hierher gefahren, aber halt alles im Rahmen. Ich finde es mega, mega cool, dass das halt so Eigenbau ist und dass er sich selber Gedanken gemacht hat, wie er das Ganze hier umsetzt. Ja, Motor soll so um die 25 PS haben. Man kann ja mal hier kurz so hergucken. Alter, Freunde. Ist das krass, vor allen Dingen hört mal, hört mal. Man hört einfach das Wasser. Der Auspuff ist einfach nur riesig gefühlt. Motor ist durchaus interessant von der Leistung und auch vom Klang vor allen Dingen. Es muss halt nicht immer gleich gekauft sein. Er hat sich selbst Gedanken gemacht und das finde ich ziemlich cool. Und deswegen werden wir das Baby dann mal fahren. Das Ding wird einfach nur durch die Decke zündeln. Seht ihr das? Man merkt es richtig. Okay, lassen wir das. Ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passiert. Wir haben eine mega coole Strecke vor uns. Guckt euch das einfach an. Also, wenn ihr hier runter guckt, das ist einfach nur crazy. Und ja, wir gucken jetzt. Hier ist irgendwo die Zündung. Guckt euch das mal an. Das ist auch fancy. Hier sind einfach zwei Schalter. Ich weiß nicht, wofür der ist. Da zieht sich wahrscheinlich der Fallschirm. Ich mach's jetzt einfach an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, fuck, jetzt habe ich mich am Auspuff verbrannt. Oh, meine Haare. Fuck, man. Also ich habe eine böse Vermutung, was gleich passiert. Boah, Alter, ist die Karre laut. Macht euch bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, ich werde mir jetzt hier nicht irgendwo das Leben nehmen. Alter, hört euch das an. Das vibriert alles. Heilige Scheiße. Oh, fuck. Junge, Junge, Junge. Heil die Fresse. Ich kann gar nichts sagen, Freunde. Ist das pervers. Alter, das ist nicht von dieser Welt. Nee! Nee! Das nicht wahr. Freunde. Das Ding hat gerade geklemmt.
fuck man, ich habe einfach sein Moped zerstört. Warum mache ich sowas? Warum zum Fick mache ich sowas? Perfekt. Scheiße, Mann. Was soll ich dem Bre jetzt sagen? Ey, du, pass auf. Ich bin dein Moped gefahren. Und jetzt ist es kaputt. Alter. Oh, scheiße, Mann. Verfickte Kacke. Ich wollte das nicht. Ich wollte es einfach nicht. Also ich sag's ja nur echt ungern. Der hat geklemmt. Er ist fest. Ja, Leute. Das ist einfach komplett scharf. Ich kann auf die Schnauze.